teuer ist das Leben auf Mauritius? Wie viel muss man hier bezahlen für Mieten, für Lebensmittel, für Essen gehen, für den Straßenverkehr? Das wollen wir uns in diesem Video etwas näher anschauen. Ich befinde mich hier in der Tribeca Mall. Das ist das neueste große Einkaufszentrum in Mauritius mit Winners, dem größten Supermarkt hier mittendrin. Aber das ist noch längst nicht alles, denn rund um dieses Einkaufszentrum entsteht noch ein ganz neues Stadtviertel, wo es auch einen neuen Bankturm gibt, viele Bürohochhäuser. Und es ist einfach ein Zeichen dafür, dass Mauritius stark expandiert. Wir sind 2022 mit eindrücklichen 7,8% gewachsen und auch in den nächsten Jahren wird dieses Wirtschaftswachstum weitergehen. Nun also zu den Preisen. Wie viel kostet das Leben in Mauritius wirklich? Wir beginnen bei den Lebensmitteln im Supermarkt. Ein leckeres Baguette kriegen Sie schon für 20 Cent. Mehl, Milch, Nudeln, Speiseöl und so weiter sind in den letzten 2-3 Jahren im Preis deutlich angezogen, aber sie sind immer noch einigermaßen preisgünstig. Die Preise von Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Zwiebeln und Reis sind übrigens staatlich reglementiert und teilweise subventioniert, sind also relativ niedrig. Auf der anderen Seite sind aus Europa importierte Lebensmittel wie Wurst, Käse oder Schinken deutlich teurer als in Deutschland. Wie sieht es mit dem Essen gehen aus? Eine Mittagsmahlzeit können Sie schon für 2 bis 5 Euro bekommen, wenn Sie in einem dieser kleinen Garküchen in den Straßen Streetfood ordern. In einem Food Court liegt der Preis zwischen 3 und 8 Euro und in einem einfachen Restaurant zwischen 5 und 12 Euro. Aber es geht natürlich auch noch teurer. Wenn Sie in einem gehobenen Restaurant in einem schönen Ambiente, wie zum Beispiel in diesem schönen Kolonialbau, essen gehen, dann kostet ein Hauptgang zwischen 7 und 12 Euro. Man bekommt hier übrigens auch ganz hervorragende Fischgerichte in Mauritius. Die sind etwas teurer als die Fleischgerichte, aber deutlich billiger als in Deutschland. Man kann auch ganz edel essen gehen in schlossähnlichen Parkanlagen, die es an verschiedenen Stellen der Insel gibt. Und da können Sie mit Preisen ab 50 Euro aufwärts pro Person rechnen. Übrigens, die Spezialität von Mauritius, nämlich Rum, gibt es in allen möglichen Preisklassen und Geschmacksrichtungen. Nun kommen wir zu den Mietkosten und hier will ich einige praktische Beispiele zeigen. Eine Villa in Phoenix, das liegt im zentralen Hochland, können Sie eine freistehende Villa auf einem kleinen Grundstück für ca. 600 Euro im Monat mieten. Eine etwas größere Villa im Diplomatenviertel von Floreal, ebenfalls im zentralen Hochland gelegen, kostet dann zum Beispiel 1200 Euro im Monat. Viele Europäer zieht es allerdings ans Meer. Und ein schönes Beachfront-Apartment mit Meerblick kostet 1300 Euro im Monat. Und der Ausblick hier von der Terrasse ist wirklich traumhaft schön. Wenn Sie eine ganze Villa mieten wollen am Meer, direkt am Meer, dann muss man mit 2500 Euro rechnen, mindestens. Und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommen wir zu den Nebenkosten und beginnen mit dem Strom. Ich zahle hier rund 22 Euro pro Monat. Verglichen mit Deutschland ist das lächerlich wenig. Die Stromtarife liegen zwischen 6,2 Euro Cent pro Kilowattstunde und 22,3 Cent pro Kilowattstunde und das ist progressiv gestaffelt. Das heißt, je mehr man verbraucht, umso höher wird der Preis der nächstgrößeren Einheit. Wie sieht es jetzt mit den monatlichen Kosten aus? Ein Zwei-Personen-Haushalt mit 300 Kilowattstunden Verbrauch kostet in Mauritius 36 Euro pro Monat. Ganz wichtig ist die Frage nach der Klimatisierung. Denn vor allem an der Küste ist es ja sehr heiß und das über 8 bis 10 Monate im Jahr. Da gilt die Faustregel ungefähr 40 Euro pro Zimmer pro Monat. Etwas weniger, wenn man nur stundenweise klimatisiert. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, wo man wohnt. Direkt an der Küste haben wir Kühlperioden von 8 Monaten, während im inneren Hochland, wo es eine Kühlperiode von nur 4 Monaten gibt, aber dafür sogar eine Heizperiode von 2 Monaten. Kommen wir zum Wasser.
Die Wassergebühren inklusive Abwasser liegen bei lächerlichen wenigen Euro pro Monat. Auch hier sind die Wassertarife progressiv angelegt. Die ersten 10 Kubikmeter sind pro Haushalt frei und was darüber verbraucht wird, da steigen die Preise dann allmählich an. Jetzt kommen wir zum Thema Flaschengas. Das wird in Mauritius verbreitet genutzt, um zu kochen und für die Warmwasseraufbereitung, meistens als Durchlauferhitzer. Dieser Preis ist auch staatlich reglementiert und kostet derzeit 4,70 Euro pro Füllung. Und die Gesamtkosten für einen Zwei-Personen-Haushalt, die liegen irgendwo zwischen 5 und 10 Euro pro Monat. Für Festnetz, Kabel-TV und eine Internet-Flatrate zahlt man so zwischen 30 und 40 Euro pro Monat. Hier bei der Bandbreite von 50 Mbit pro Sekunde, wobei die tatsächliche Bandbreite im Download bei 35 und im Upload bei 10 Mbit pro Sekunde liegt, wie dieser Speedtest beweist. Die gesamten Verbrauchskosten gestalten sich also wie folgt. Strom inklusive Klimatisierung mit 1000 Kilowattstunden pro Monat, 185 Euro. Gas, 10 Euro. Wasser, 5 Euro. Festnetz und Internet, 40 Euro, allerdings ohne Gespräche. Und die CO2-Abgabe, naja, die gibt es hier natürlich nicht. Sodass wir in einer Summe auf gerade mal 240 Euro pro Monat Nebenkosten kommen. Und das kann man bei sparsamem Verbrauch durchaus auf 100 Euro pro Monat reduzieren. Aber es geht noch weiter. Hausbedienstete kann man sich hier in Mauritius bequem leisten. Zum Beispiel einen Gärtner, der 2 Tage die Woche jeweils 2 Stunden kommt, kostet nur 50 Euro pro Monat. Und eine Putzfrau oder Haushälterin ebenfalls 2 Stunden pro Tag, allerdings dann an 5 Tagen in der Woche, insgesamt zwischen 110 und 130 Euro pro Monat. Sodass sich also die gesamten Nebenkosten inklusive Hausbedienstete auf rund 400 Euro pro Monat belaufen. Da kann man schon einen ganz anderen Lebensstandard sich leisten als in Deutschland, oder? Die Reinigung des privaten Pools ist in vielen PDS-Resorts in der monatlichen Kostenumlage enthalten. PDS sind die Property Development Schemes, die für Ausländer für den Immobilienerwerb zugelassen sind. Auch hierzu 2 Beispiele. In dieser kleinen Wohnanlage im Westen liegt die monatliche Umlage der Gemeinschaftskosten, die sogenannte Syndic Fee, bei rund 150 Euro. Darin enthalten sind die Pflege der Verkehrsflächen und das Fitnesscenter, was jeder Bewohner kostenlos nutzen darf. Das ist sozusagen das untere Ende dieser Gemeinschaftskosten. Das obere Ende liegt in einem der Top-Resorts der Insel bei immerhin 1100 bis 1300 Euro pro Monat. Allerdings ist da natürlich sehr viel mehr inbegriffen. Die Instandhaltung der Verkehrsflächen, Security rund um die Uhr, die Pflege der gemeinschaftlichen Grünflächen, Zugang zu Fitnesscenter mit Tennisplätzen, außerdem noch die Pflege des privaten Gartens und Swimmingpools, und auch eine Instandhaltungsrücklage für einen neuen Außenanstrich Ihres Hauses alle 3 Jahre. Kommen wir zum Straßenverkehr. Die Road Tax, das ist das Pendant zur deutschen Kfz-Steuer, beträgt etwa 80 Euro pro Jahr in der Klasse zwischen 1250 und 1600 Kubikzentimeter Hubraum. Das Benzin ist deutlich teurer geworden, es liegt aber immer noch etwas unter dem deutschen Niveau. Im Moment der Liter Benzin 1,50 Euro und Diesel 1,10 Euro. Wer in der Hauptstadt Port Louis parken will, der braucht für 4 Stunden nur 1,60 Euro zu bezahlen. Und wo wir gerade bei Port Louis sind, in den kleinen Geschäften in den Souks einer bestimmten Straße in der Hauptstadt bekommt man Kleidung, Schuhe, Rucksäcke und allerlei Accessoires zu extrem niedrigen Preisen. In den Boutiquen in den großen Malls hingegen sind die Preise durchaus europäisch. Die neue Straßenbahnlinie zwischen Port Louis und Curepip hat die Autostaus deutlich reduziert. Die Züge fahren alle 10 Minuten und das Streckennetz wird noch erweitert. Eine Einzelfahrt im Metro Express kostet zwischen 0,70 und 1,10 Euro. Und ähnlich sind auch die Preise für die vielen Buslinien im Land. Ein Arztbesuch ist in den staatlichen Krankenhäusern kostenlos, sogar inklusive der zu verschreibenden Medikamente,
Und in einer Privatpraxis oder Privatklinik zahlt man zwischen 20 und 50 Euro pro Besuch. Und zum Schluss kommen wir zu den Aktivitäten in der freien Natur. Viele der Naturwunder von Mauritius können kostenlos besichtigt und erwandert werden. Dazu gehören sämtliche Strände und auch mein persönlicher Lieblingsort, der komplett naturbelassene Canyon Set Cascade, die Schlucht der sieben Wasserfälle. Hat dieses Video Appetit auf ein Leben in Mauritius geweckt? Auf meiner Webseite promauritius.com findet ihr umfangreiche Informationen zu den Themen Aufenthaltsgenehmigung, Steuerrecht, Unternehmensgründung und Immobilienerwerb. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung zu finden. Und über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Vielleicht sehen wir uns hier auf der Trauminsel Mauritius.